Was aussieht wie ein Knäuel aus Frauen, die sich bei einem Rollstuhlrennen schubsen, ist tatsächlich ein Sport mit Regeln. Roller Derby heißt er und hier treten gerade die Stuttgart Rally Roller Girls in Schwarz gegen die London Rock'n'Rollers an. Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Punkte zu sammeln. Die gibt es dafür, dass die Gemma Mitspielerinnen überholen. Gemma heißen die beiden Frauen mit dem Stern auf dem Helm. Sie starten 6 Meter hinter dem Pack, einem Pulk aus jeweils 4 Spielerinnen beider Mannschaften. Die Gemmerinnen müssen durch den Pulk hindurchfahren, wobei die Spielerinnen der eigenen Mannschaft versuchen, ihr zu helfen und die Gemmerinnen der anderen Mannschaft zu behindern. Dabei geht es recht robust zu. Roller Derby als Frauensport gibt es seit 2001. In den USA gibt es inzwischen über 100 Teams. In Europa sind die Britinnen die Vorreiterinnen. In Deutschland sind die Stuttgarterinnen die einzigen, die zu Derbys antreten. In Berlin und Hamburg sind Gruppen im Aufbau. Wenn die bereit sind, sich ein paar blaue Flecken zu holen, müssen die Stuttgarterinnen ihre Gegner nicht mehr nur im Ausland suchen.